Der Motor Plug and Play Plus lässt sich einfach installieren und programmieren. Hier sehen Sie wie. Der Anschluss des Motors an das Stromnetz ist der Standardanschluss. Bitte beachten Sie, dass solange nicht beide Endlagenpositionen abgespeichert sind, sich der Motor mit einer kurzen Verzögerung bewegt. Zur Programmierung des Motors ein Einstellkabel oder direkt den Bedienschalter verwenden. Ist der Rollladen mit starren Wellenverbindern und/oder Anschlagstopfen ausgerüstet, kann eine oder beide Endlagen automatisch eingestellt werden. Nach einigen Auf-Ab-Zyklen werden die Endlagen automatisch gespeichert. Um die obere Endlage manuell einzustellen, den Rollladen bis auf gewünschte obere Endlage hochfahren und die folgende Tastenfolge drücken. Auf, auf, auf. Um die untere Endlage manuell einzustellen, den Rollladen auf die untere Endlage fahren und die folgende Tastenfolge drücken. Ab, ab, ab. Um die obere Endlage zu löschen, den Rollladen in die obere Endlage fahren und die folgende Tastenfolge drücken. Auf, auf, ab, auf, auf, auf. Um die untere Endlage zu löschen, den Rollladen in die untere Endlage fahren und die folgende Tastenfolge drücken. Ab, ab, auf, ab, ab, ab. Zur Löschung beider Endlagenpositionen von der oberen Endlage ausgehend die folgende Tastenfolge drücken. Auf, auf, ab, auf, auf, ab. Um den Motor auf die Einstellungen ab Werk zurückzustellen, wie folgend vorgehen. Den braunen Draht des Motorkabels mit dem schwarzen Draht an dieselbe Taste anschließen, zum Beispiel an die Auf-Taste. Nun die Auf-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten. Den Motor jetzt wieder standardmäßig verdrahten.